wir wollten eben eine Ludwigshafen.de für alle Bürgerinnen und Bürger machen. Ein Informationsportal, wo man einfach Inhalte schnell findet. Das war so der große Ausgangspunkt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ludwigshafen, schon gehört, der Podcast der Stadtverwaltung. Ich bin der Jan. Und ich bin die Katharina, hallo. Und heute haben wir eine, also in erster Linie für Katharina und mich, eine ganz besondere Folge vorbereitet, denn wir haben heute zwei Gäste bei uns, die bei uns aus dem eigenen Bereich Kommunikation und Beteiligung kommen. Herzlich willkommen Isabel und Gabi. Hallo. Hallo. Deswegen duzen wir uns auch. Genau, klar, deswegen, ne? Duzen wir einfach so, ja. Ja. Jetzt sitzt ihr hier bei uns im Podcast. Wie ist es so für euch, die Kollegen auf der anderen Seite zu sehen? Ja, das Mikro ist im Weg vor allem, gell? Das sieht man gar nicht so viel. Insgesamt etwas ungewöhnlich. Ihr habt uns lange überredet, aber jetzt sind wir da. Zum Glück. Na dann, soll es sich auch lohnen heute, ne? Ja, wir haben euch ja auch aus einem ganz speziellen Grund eingeladen, nicht nur hier zum Kaffeekränzchen. Und zwar hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen eine neue Website. Juhu! Yay. Kann man da noch einen Ton einspielen oder so? Ich mach's im Nachgang. Okay, super. Ja. Was sind denn auf den ersten Blick die größten Unterschiede, also rein optisch zur neuen Website? Also was sieht man denn auf den ersten Blick? Was ist anders? Also insgesamt, ruft man die neue Seite auf, sieht man auf den ersten Blick, dass das Design sehr reduziert und zurückgenommen ist. Mhm. Im Vergleich zur alten. Ist es was Gutes? Konzentration auf das Wesentliche, würde ich sagen. Und was man also auch direkt auf den ersten Blick sieht, ist, dass wir auf der Startseite ein großes Suchfeld haben. Mhm. Also das springt direkt ins Gesicht. Das ist auch der Tatsache geschuldet, aber das können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen erläutern, dass man ja heutzutage, ich denke, das kennt jeder von sich auch, man gibt ja nicht mehr Webseiten die URL oben ein, sondern man geht über Suchmaschinen, wenn er jetzt keinen Namen. Aber genau dieses Prinzip werden wir jetzt eben auch auf der neuen ludwigshafen.de anwenden. Das klingt jetzt erstmal total logisch, aber bevor wir jetzt ins Detail gehen, also wo wir dann über Inhalte und so weiter sprechen, ihr beide, ihr wart jetzt zuständig eben für diesen Relaunch, also für die komplette Generalsanierung der Website. Wie lange hat es denn gedauert? Ich glaube, das kann sich kaum einer vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Also von Projektstart bis Fertigstellung, wie lange hat es gedauert? Ja, also knapp ein Jahr jetzt, ne, Gabi? Wir haben im Juli 23 angefangen und sind jetzt Ende Juni, Anfang Juli 24 fertig. Mhm, also ein Langzeitprojekt. Ja, mit einem insgesamt straffen Zeitplan. Aber ihr wart im Zeitplan? Komplett im Zeitplan. Super. Also das ist, glaube ich, für so ein Projekt schon beachtlich, oder? Ja, ist es. Ja, kann man sagen. Hat man selten, ja. Wenn man übrigens, wenn sich jemand daheim wundert, was da hinten so ein bisschen surrt, das ist hier der Ventilator. Hier ist nämlich sehr, sehr heiß im Studio. 45 also Grad geschätzt. Mindestens, ja. Genau. Worauf muss man denn achten, wenn man so ein Projekt anfängt? Also was sind denn die Sachen, worauf man achten muss? Ja, zu Beginn legt man ja fest, wie lange das Projekt dauern soll. Man muss also immer den Zeitplan im Blick haben, man muss die Meilensteine, die großen Abschlüsse, die man macht, im Blick haben und ganz wichtig natürlich auch die Kosten. Hm. Ja, klar. Klar, ja. Was waren denn so die Meilensteine, also wenn ihr so zurückdenkt oder vielleicht habt ihr die auch im Konzept vorher gehabt, was waren denn so Meilensteine in diesem Projekt? Also im Prinzip als allererstes ja die allgemeine Konzeption, wie wir das gerne nennen, wo wir uns überlegt haben, okay, was wollen wir eigentlich machen und warum wollen wir das machen? Also wir haben uns in der Zeit dann eben angeguckt, unsere Zugriffszahlen, was wird am meisten geklickt, wo kommen die Leute auch her, also Suchmaschinen in dem Fall ja auch, was suchen die Leute bei uns und daran hat sich dann eben orientiert, wie wir weitermachen wollen, also wie wir alles aufbauen wollen und wie wir, welche Inhalte wir wie auch noch mitnehmen oder wie wir die ganze Seite eben konzipieren. Und danach im Prinzip haben wir weitergemacht mit der Designabnahme. Mhm. Haben wir uns eben überlegt, wie soll die Seite aussehen. Genau. Mhm. Also man muss praktisch vorher erstmal analysieren, praktisch die bestehende Website analysieren, um überhaupt ein richtiges Konzept für eine neue zu haben. Also das ist super spannend. Gabi, du wolltest noch was sagen? Ich bin dir bis ins Wort gefallen. Alles gut. Ja, im Grunde war unser Fokus auf die Nutzerinnen und Nutzer gerichtet. So eine Verwaltung ist ja groß und natürlich haben die Bereiche auch ein Eigenleben. Aber wir wollten eben eine Ludwigshafen.de für alle Bürgerinnen und Bürger machen. Ein Informationsportal, wo man einfach Inhalte schnell findet. Das war so der große Ausgangspunkt. Mhm.
Und dann natürlich Designabnahme, da sind wir auch vom Kleinen ins Große gekommen. Wir haben erstmal geguckt, wie müssen die Farben aussehen, damit es funktioniert, damit es gut lesbar ist am Bildschirm. Also wir haben die kleinen Schritte erstmal geguckt, wie ist eine gute Schrift, und dadurch dann das ganze Design entworfen. Dann die ganzen Funktionen, zum Schluss die Programmierung durch unseren Partner, die Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben. Und dann natürlich für uns ein Riesenbatzen, die neue Organisation der Inhalte. Ja, da passt jetzt, glaube ich, die nächste Frage auch. Was war denn das Aufwendigste in diesem einen Jahr? Tatsächlich, also das, was Sie gerade als letztes jetzt gesagt hat, ist mit den Inhalten. Die Inhalte. Also einfach zu schauen, welche Inhalte übernehmen wir, wie übernehmen wir die, wie sortieren wir die neu und vor allem auch, wie werden wir trotzdem allen irgendwie gerecht. Also natürlich den Nutzerinnen und Nutzern, aber auch unseren Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Da muss man ja so ein bisschen die Mitte finden. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, quasi. Du hast jetzt eben schon diese Agentur erwähnt, die euch ja unterstützt hat. Welche Partner waren denn überhaupt so involviert, intern und extern bei diesem Relaunch? Gut, extern war das die Agentur, das ist die Ludwigshafener Agentur Cyberfaction, die hier im Zollhof ist. Die hat uns bei dem Relaunch begleitet. Und intern sind es natürlich die ganzen Bereiche. Man darf nicht vergessen, bei einer Neukonzeption von der städtischen Internetseite muss man alle mitnehmen, also alle Bereiche. Und wir haben auch eine komplette Tour durch alle Bereiche gemacht, haben mit allen gesprochen und haben auch schon im Vorfeld, bevor wir überhaupt begonnen haben, haben wir abgefragt, welche Wünsche gibt es, was ist wichtig für euch. Und wir haben auch probiert, es mitzunehmen. Ja. Und wir haben, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, wir haben auch, also besonders intensiv vielleicht, kann man sagen, mit der Musikschule, der Stadtbibliothek, dem Team vom Wildpark und der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft zusammengearbeitet. Die haben jetzt alle tatsächlich auch eigene Internetseiten bekommen. Also gerade für die Musikschule und die Stadtbibliothek ist das bestimmt toll, und auch der Wildpark, dass der jetzt auch mal eine eigene Webseite hat. Das ist schon super. Also da kann man sich auf einiges freuen, auch wenn man ein bisschen surft den Seiten. Den letzten Relaunch in dieser Art gab es ja 2012. Das ist gefühlt in Internetjahren eine absolute Ewigkeit. Da hat sich extrem viel getan. Jetzt habt ihr vorhin gesagt, die neue Website ist ein Serviceportal. Welche Ziele habt ihr, oder habt ihr das schon als Ziel im Voraus gehabt, als ihr in den Start gegangen seid mit dem Projekt? Ich würde sagen, unser Hauptziel war, dass die Seite responsive ist, also dass sie am mobilen Endgerät funktioniert. Das ist vielleicht auch noch was die Nutzerinnen und Nutzer als erstes vielleicht feststellen werden, weil wir wissen, die meisten Menschen gehen ja mit ihrem Smartphone ins Internet. Das war ja auf der alten Seite nicht der Fall, und das haben wir uns lange gewünscht. Also wir haben den Bedarf schon gesehen. Es hat halt leider ein bisschen gedauert, bis wir es machen konnten. Aber ich denke, das war mit eines unserer Hauptziele bei der neuen Seite auch. Gut, eins der wichtigsten Ziele hat jetzt Isabel natürlich schon genannt. Aber von Anfang an war auch gefordert, dass wir barrierearmer werden. Da haben wir jetzt das Tool iAble. Aber gleichzeitig haben wir auch eine Schrift, habe ich ja eben schon erwähnt, die besonders gut auf Endgeräten mobil lesbar ist, aber auch auf Rechnern. Wir können unsere Seite übersetzen lassen. Wir haben ein Übersetzungstool eingebunden und wir sind extrem schnell im Betrieb. Die Seite ist schnell aufrufbar, kann gut gefunden werden, etc. Du hast gerade iAble erwähnt. Könnt ihr dazu was sagen? Also für die nicht wissen, was das heißt. Genau, wir wissen es jetzt. Ja gut, es ist ein kleines Tool, sozusagen Code-Schnipsel, das in die Lude eingebunden wird. Man kann sich die Seite jetzt vorlesen lassen, man kann den Farbkontrast einstellen, man kann die Schrift größer machen, man kann noch diverse andere Sachen machen, und wir hoffen natürlich, dass das den Nutzerinnen und Nutzern draußen einfach auch viel bringt, wenn sie da Probleme haben. Wenn man auf der Seite ist, sieht man es dann, glaube ich, rechts. Genau, das so ist eingeblendet. Genau. So ein kleiner Button, ja. Tatsächlich aber auch auf der alten Ludwigshafen schon zu sehen gewesen. Da haben wir es getestet. Genau. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen genauer auf die Lude.de Eingang, ein Serviceportal. Welche Vorteile sind denn das jetzt für die BürgerInnen jetzt im Speziellen? Was sind so die Hauptvorteile? Du hast schon Barrierefreiheit angesprochen, Gabi, zum Beispiel. Was sind denn so die Vorteile? Ja, im Prinzip tatsächlich, dass es am Handy funktioniert. Also vielleicht wirklich ein großer Vorteil. Nicht nur vielleicht, es ist ein großer Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Dass die Dienstleistungen noch prominenter jetzt auf der neuen Seite verortet sind. Das waren sie auf der alten auch schon, aber wir haben eben in der Konzeption gemerkt, dass die Dienstleistungen am meisten geklickt werden. Im Prinzip ja auch logisch. Also, was sind denn die Dienstleistungen? Naja, Führerschein,
dein Auto anmelden, die Hundesteuer machen, also das, was, wo der, wo die Verwaltung am meisten mit den Bürgerinnen in Kontakt kommt. Und die sind jetzt also noch besser zu finden, noch prominenter, also noch leichter zu navigieren. Im Prinzip genau das, was man von einem Serviceportal auch erwartet. Ja, wir haben jetzt, wir haben eine riesige Seite. Also die Stadtverwaltungsseite ist eine große Seite, das ist schon erwähnt. Wir haben unglaublich viele Dienstleistungen und so weiter. Das Wichtigste ist ja die Suche. Und du hattest vorhin schon erwähnt, Isabel, dass die Suche jetzt auch sehr prominent ist, direkt auf der Startseite. Was kann die denn jetzt alles, die Suche? Kann die ein bisschen mehr als vorher? Ja, kann sie. Gut. Sie kann ein bisschen mehr, sie sucht schneller, sie durchsucht auch PDFs. Und sie hat auch eine Autokorrektur, also das, was man im Prinzip von Suchmaschinen so kennt. Wer ist sich gut verschreibt, kriegt trotzdem, kommt trotzdem zum Ergebnis. Da bin ich ein guter Kandidat. Ja. Also ich jetzt auf jeden Fall Vorteile. Und was gibt es noch für neue Funktionen, auf die sich jetzt die NutzerInnen besonders freuen können? Fällt euch da noch was ein? Gut, ein persönliches Highlight von mir ist jetzt die absolute schnelle Performance. Ich gehe auf die Seite, ist alles schnell da. Die Inhalte sind komplett neu strukturiert, gut auffindbar. Man muss nicht lang suchen. Selbst wenn ich suche, kann ich das auch gut, weil wir haben ja jetzt eine tolle neue Suche. Also die komplette Neuorganisation, das ist schon ein ziemliches Highlight. Ja, und die, also für mich auch die, wir haben jetzt ein paar neue Elemente, mit denen wir die Inhalte auch schön abbilden können. Zum Beispiel das sogenannte Akkordeon. Gabi zieht mich immer ein bisschen damit auf, dass das jetzt mein Lieblingselement ist. Was ist denn das Akkordeon? Ja, mit der Musik gespielt. Genau. Im Prinzip einfach Kästen, die sich aufklappen lassen. Womit man halt viel Inhalt schön kompakt darstellen kann. Auch was, was wir öfter mal von den Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung in den vergangenen Jahren gehört haben. Ach, könntet ihr das nicht vielleicht mit einer aufklappbaren Box machen? Jetzt ja. Ja. Ja, oder auch, wir haben jetzt eine Infobox, wo man eben Sachen, also einen Link zu einer Online-Terminvereinbarung noch prominenter eben abbilden kann, solche Sachen. Wir haben ja auf der Lu.de, also ist mir jetzt aufgefallen, jetzt auch anderen Aufbau von der Seite an sich. Also auch, wir haben vorhin von Inhalten gesprochen, wo du gesagt hast, es war ja auch ein großer Kampf, vielleicht hier und da auch vieles auch zu kürzen und so weiter. Was ist denn jetzt der Vorteil, wenn ich auf so eine Einzelseite gehe? Da gibt es ja auch Sprungmarken und sowas. Vielleicht könnt ihr das nochmal erklären, was da der große Vorteil ist. Gut, ich komme auf eine Seite und habe sofort im Prinzip einen Überblick anhand der Sprungmarken, was für Inhalte da zu sehen sind. Also zum Beispiel die allgemeinen Inhalte dann, was bringe ich mit, wann kann ich Termine machen, wer ist der Ansprechpartner. Das sehe ich eben oben schon anhand der Sprungmarken und wenn mich was besonders interessiert, klicke ich da drauf, springe runter, bin direkt beim Thema. Wenn ich genau, also Sprungmarken sind solche Begriffe, die oben stehen, Merkblätter oder Formulare und so weiter, Links, und da kann man draufklicken und springt direkt auf der Seite dann da unten auf den entsprechenden Punkt. Ja. Also, glaube ich, ein sehr, sehr guter Service im Vergleich zu vorher. Eine Webseite in der Größenordnung, die jetzt auch ein Jahr Projekt hinter sich hat, war ja sicherlich auch nicht ganz günstig. Seid ihr denn so im Budget geblieben, im Budgetrahmen geblieben? Ist es so gewesen? Ja, absolut. Das ist doch schön. War der Anspruch. Seid und Budgetplan sind wir geblieben. Auch das ist ja auch, muss man ja auch erstmal schaffen. Ich meine, da kommen ja vielleicht noch unvorgesehene Sachen irgendwie auch noch um die Ecke. Nee, was mir auf jeden Fall auf der neuen Lu.de auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist die Bewerbung des Podcasts, muss ich sagen. Natürlich. Überall zu sehen ist. Oder? Selbstverständlich. Ja, also. Wichtigster Inhalt. Also für mich auf jeden Fall der beste Service, ja. Kann ich als Nutzerin Feedback zu Inhalten geben oder Fragen stellen? Ja, also im Prinzip kann man uns immer eine E-Mail schicken an pressestelle@ludwigshafen.de. Natürlich nur mit positivem Feedback. Natürlich. Also Lob, gerne. Ja, nein, natürlich. Wir sind natürlich für konstruktive Kritik immer offen. Na klar. Ja, und gerade am Anfang, vielleicht ist da noch hier und da ein kleiner Fehler, was nicht richtig verlinkt. Das kann ja mal passieren. Ja, klar. Da ist man froh, wenn ein Feedback kommt bei der Masse an Seiten. Ja. Wie habt ihr eigentlich, also ihr persönlich die letzten Monate so erlebt? Ist man froh, dass das Projekt jetzt vorbei ist? Oder seid ihr ein bisschen traurig, weil fehlt euch jetzt einfach was? Manchmal hat man das doch so, dann hat man so große Projekte und dann ist man eigentlich schon ein bisschen traurig, wenn es vorbei ist. Wie ist das so? Jetzt bin ich gespannt. Naja, also ich würde sagen, es ist beides. Jetzt zum Schluss war es natürlich schon
einfach auch nochmal stressiger, weil wir jetzt ja auch wirklich die Inhalte aufbereitet haben, haben sie neu aufbereitet, reingehauen, Korrektur gelesen. Mhm. Aber mit so einer Webseite ist man ja nie fertig. Mhm. Wir machen jetzt noch ein Redaktionshandbuch, dann bauen wir sie weiter aus, dann kriegen die Kollegen wieder Zugriffe und so weiter und so fort. Also so ein bisschen geht es ja weiter. Aber insgesamt ist es einfach eine Mischung aus beiden. Ja, und so eine Seite ist ja auch nie ganz abgeschlossen. Ne? Genau. Von daher ist es nur ein kleiner Abschied quasi. So ist es, genau. Ne? Wird immer weiterentwickelt. Wie war denn das Gefühl für euch, als der Tag X kam und ihr habt praktisch auf den roten Knopf gedrückt? War man da richtig stolz, dass es euer Baby ja im Endeffekt ist, wo ihr zum größten Teil beteiligt wart? Ja, würde ich schon sagen, oder Gabi? Ja. War man schon stolz. Ganz klar. Finde, können wir auch sein. Also sie ist absolut toll geworden und wir haben viel, viel reingesteckt und sind wir schon stolz. Das freut mich. Also hat es auf jeden Fall gelohnt aus unserer Sicht, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Sieht super aus. Ja, dann haben wir eigentlich das Wichtigste schon abgehandelt. Und jetzt ist auch noch die wichtigste Frage: Wie war denn euer erster Podcast mit uns? Hat es euch gefallen? Seltsam. Seltsam? Also, wir können das ja irgendwann mal wiederholen, vielleicht. Ja, da freut sich die Isabel besonders. Ja, genau, vielleicht. Mal schauen. Beim nächsten Relaunch in 12 Jahren. Genau. Nein, ihr habt das super gemacht. Also, wie gesagt, dafür, dass ihr es noch nie gemacht habt. Ja. Großes Kompliment. Und ich glaube, daheim hat man auch sehr viel, oder am Empfänger, wie ich so gerne sage, hat man bestimmt auch sehr, sehr viel mitbekommen von der Website. Ja. Habt ihr gut erklärt. Und vor allem auch, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Aha, ne? Auf jeden Fall. Ja. Also Isabel, Gabi, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Das war echt spannend. Und obwohl wir beide ja eigentlich bei dem Projekt auch so ein bisschen mit dabei waren, war es trotzdem irgendwie schön, nochmal mit euch darüber zu sprechen. Und vor allem ist uns auch nochmal klar geworden, ich glaube auch allen, die jetzt gerade hier zuhören, was da echt für ein Kraftakt dahinter steckt und wie viel Arbeit das Ganze war. Weil man geht einfach nur auf die Seite, sucht irgendwas und freut sich, dass man irgendwie weiß, wie man jetzt seinen Führerschein beantragt oder sonst was. Aber dass man da halt ein Jahr Arbeit dahinter steckt, ne, das weiß, glaube ich, kaum einer. Also vielen Dank für eure Arbeit. Ja, und das Resultat, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Genau, und es ist ja alles im Sinne des Bürgers auch geschehen, dass der einfach sich auch besser zurechtfindet. Also großer Dank nochmal von uns. Ja, und ihr daheim, wenn ihr mehr wissen wollt über die Stadtverwaltung und was da so passiert und was da abgeht, dann ab auf die niegelnagelneue Website www.ludwigshafen.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram, X, für die Älteren, das war mal Twitter, Mastodon und YouTube. Ansonsten bleibt gesund und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.